Als Thorolf am Nachmittag des nächsten Tages den Strand besuchte, war die Ausschlachtung des Wals in vollem Gange. In einem Kessel blubberte bereits der erste Speck. Der üble Gestank, der dem kupfernen Behälter entstieg, schien die Menschen kaum zu stören. Geschäftig eilten sie hin und her und teilten sich die Arbeit. Mit scharfen Messern zogen einige dem Kadaver die Haut in breiten Streifen ab, andere säbelten an großen Stücken des freigelegten Specks und wieder andere schnitten dem Wal das darunterliegende Fleisch von den Rippen. Mägde holten den Speck und das Fleisch mit Karren ab. Das Fleisch beförderten sie ins Dorf und hängten es dort an überdachten Vorrichtungen bis zur späteren Konservierung auf. Den Speck brachten sie zu den Feuerstellen und füllten die Kessel. War einer voll, entfachten sie das Feuer darunter, dessen Hitze den Tran aus dem Speck herauslöste. Dieser Vorgang dauerte mitunter 2 Tage, wusste Thorolf. Wenn es soweit war, würden Mägde das wertvolle Öl mit großen Holzlöffeln abschöpfen, es sieben und in großen Bottichen erkalten lassen. Knechte würden den Tran in Holzfässer füllen und diese zum Lagerhaus bringen. Thorolf betrachtete seinen einst mächtigen Widersacher, der größtenteils noch unversehrt halb im seichten Wasser ruhte. Kaum eines seiner Körperteile würden die Menschen nicht sinnvoll nutzen. Haut, Speck und Muskelmasse waren die wertvollsten Rohstoffe, aus denen sie Seile, Tran und haltbares Trockenfleisch herstellten. Aus den Knochen fertigten findige Handwerker Werkzeuge und begabte Künstler schnitzten daraus Kämme, Schmuck, Spielfiguren oder Spielzeug für Kinder. Die biegsamen Barten flochten die Frauen und Mägde zu Körben. Das wenige, das nicht verwertet wurde, würde den Raben als Fraß dienen. Die Menschen, die an Thorolf vorbeigingen, grüßten ihn respektvoll, doch kaum einer hielt sich länger mit ihm auf. Trotz der schweren Arbeit gingen die Menschen mit frohen Gesichtern ihren Tätigkeiten nach. Sie wussten, die Schätze des Wals würden ihre Zukunft für eine längere Zeit angenehmer und erträglicher gestalten. Högni kam auf ihn zu und schlug ihm freundschaftlich auf die Schulter. »Gut gemacht. Die Menschen achten dich, und abgesehen von Halfdan behauptet niemand mehr, Haldor hätte die Höfe überfallen und Asler und du wärt schuld daran.« Thorolf nickte. »Ich habe mit Digur und Ingvi gesprochen. Wir wollen denjenigen, die ihr Haus und Vieh verloren haben, ein besonderes Angebot machen. In 3 Tagen werden wir uns mit den Oberhäuptern der Familien in der Schenke treffen. Kommst du auch?« »Klar. Ich hab so eine Ahnung, was du ihnen sagen wirst.« Högni zwinkerte ihm zu und lief dann zu einem Knecht, der untätig in der Gegend herumstand. Das tat der Unglückliche nicht mehr, nachdem der stämmige Schiffsbauer ihm Beine gemacht hatte.